So, nach dem Beitrag Faszination Vormilch kommen wir nun zu unserem Gute-Laune-Wetter mit unserem neuen Wettermann Isaac Newton. Newton? Warum kann ich keinen Namen aussprechen? Ist doch nicht so schwer. Newton! Isaac, wir sehen uns ja nach diesen nassen, trüben Tagen alle nach Sommerhitze. Der Juni war der heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie alle 12 Monate davor auch. Oh, wirklich? Aber ich habe erst 6-mal gegrillt. Aber Gott sei Dank sehe ich ja bei dir Sonne satt auf der Karte. Das zaubert uns doch allen gleich ein Lächeln ins Gesicht. Nein, das ist zum Heulen. Wir haben schon über 420 ppm. Oh, dann können wir ja morgen den Grill anwerfen. Davon würde ich abraten. Dann erhöhen Sie die Emissionen ja noch zusätzlich. Schade, morgen also kein Nackensteak. Wird's denn am Wochenende besser? Es wird nie mehr besser. Wissen Sie überhaupt, was 420 ppm bedeutet? 420 Puten Brüste pro Monat? ppm, Parts per Million, das ist das Maß, mit dem die Konzentration an Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre festgelegt hat. Und das ist zu viel, weit über 350. Zu viel fürs Kotelett? Zu viel für ein sicheres Leben auf der Erde. Oh, und wann geht die wieder runter? Gar nicht. Das Kohlendioxid bleibt tausende Jahre in der Atmosphäre. Oh, aber das heißt ja... Jetzt haben Sie es verstanden. Wir können erst wieder in 1000 Jahren grillen. Sie können sich bald Ihr Steak auf dem Asphalt brutzeln. Hm, lecker, das klingt schon besser. Nein, das klingt furchtbar. Sie können sich bald nicht mehr draußen aufhalten. Ja, aber drinnen grillen ist doch gefährlich. Sagen Sie mal, sind Sie mit Spiritus gestillt worden? Die Art, wie Sie sich ernähren, reicht aus, um die Welt um 2 Grad zu erhitzen. Verstehen Sie? Das bedeutet, dass hier in diesen Bereichen, ja, es bald 29 Grad Durchschnittstemperatur gibt. Mindestens. 29 Grad? Das ist ja das perfekte Grillwetter. Das ist eher Fluchtwetter. All diese Gebiete werden unbewohnbar. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir 2070 bei 3,6 Grad landen. Verstehen Sie, was das bedeutet? Das wird lebensgefährlich für 3,3 Milliarden Menschen. Weite Teile der Welt, Brasilien, weite Teile Afrikas, Asiens, Indiens, werden für Menschen unbewohnbar. Das gilt für den Süden, die nächsten 50 Jahre die Badehose einpacken. Und auch die Rettungswesten. Viele müssen ja wahrscheinlich über das Mittelmeer fliehen. Genau, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Aha, was trägt man denn so bei Fluten, Dürren, Hungersnöten? Gegen Hungersnöte wüsste ich da was. Sagen Sie es bitte nicht. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Bozo Forte 3000, der Grill, der Männer glücklich macht. Herr Verbacher, wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch 2 weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.